So, willkommen zur nächsten Aufnahme von Settlement Survival. Weiter geht's mit unserer Stadt, die keine Einwohner hat? Oder keine freien Einwohner? Irgendwie so, irgendwas dazwischen? Die Stadt, die nur aus leeren Häusern besteht? Komm, gib mir doch mal einen freien. Guck mal da. Kann ich mich da schon mal einen reinpacken hier? Der freut's. So, rein da. Gwendolin. Gwendolin haut jetzt mit den Handkarren durch die Stadt. Krankenhaus. Oh, Krankenhaus ist wichtig. Ich brauche einen Arbeiter fürs Krankenhaus. Einen Arbeiter bitte. Dora. Dora ist jetzt Krankenschwester oder Ärztin. Leer. Leer. Oh. Kann ich da einen reinpacken? Ja. Jesse. So. Die wären auch noch, ne? Das dauert aber noch. Drei. Ja, siehste. Die Schafe kommen so langsam auch wieder. Sehr schön. Dauert halt, das dauert, ne? Was habe ich denn hier? Umschlagstation. Bevölkerung 94. Wohnen -12%. Ernährung -1,7%. Technologieverwalter. Geburtenrate 63%. Der März ist da, der März ist da. Das ist doch schön. Da fehlt auch einer. Aber den hatten wir ja, ne? Stahlwerk. Da muss einer rein. Wir brauchen Stahl. Ja, du arbeitest jetzt da. Du arbeitest jetzt da. Was haben wir hier? Tabak. Tabak ist erstmal uninteressant. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die ganzen Stahlwerke und alles wieder voll besetzt kriegen. Damit die alle hier arbeiten können. Nur damit ich mal Rohstoffe kriege. Speck. Speck, Speck, Speck. Der ist, ne? Hier. Die laufen auch alle sehr schön. Ich glaube, ich habe ein paar freie Häuser. Da fehlt auch einer. Jordan. Da fehlt auch einer. Uns geht der Brennstoff aus. Oh. Oh. Uns geht der Brennstoff aus. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir brauchen einen Friedhof, ne? Wir brauchen. Lass uns den mal komplett hier neu aufbauen. So. Dann können die den abreißen, dann bauen wir da einen neuen hin und dann passt das. Dann passt das. Reißt mal ab hier. Holz haben wir noch, nicht? Ja, mehr oder weniger. Das haben wir noch. So. Handelsschiff kommt. Ich habe Kloß im Hals. Ich habe ein Kloß im Hals. Hallo, könnt ihr mal hier abreißen? 15 freie Arbeiter. Ja, das ist doch fantastisch. Das ist doch fantastisch. Guck mal, dann können wir den voll machen. Wo kann ich jetzt noch welche reinpacken? Was haben wir hier? Erzmine, ne? Guck mal. Klatsch, bumm. Lecker Klöße, aber Zwiebeln sind besser. Ah, ah.
Weder noch. Ich brauche freie Arbeiter. Ein Handelsschiff ist da. Sehr schön. Lass uns gucken. Was gibst du uns? Seife? Ja, nehmen wir mit. Bin ich bei 15.000? Jade, Bausätze? Maßgeschneiderte Kleidung, ne? 200. Besteck, Daunenjacke. Daunenjacke, die nehme ich auch noch mit. Bin ich bei 37.000? 38.000 ab? Arbeit macht doch. Nee. Nicht gut, diese Aussage. Die wird auch nicht wiederholt. Brauchen wir Besteck? Nein, brauchen wir nicht. 300 Bausätze wären 9.000, ne? Nein. So, 7.680. Da wäre ich bei 29.820, ne? Tapa wieder. Danke, habe ich zumindest Seife und Daunenjacken. Sehr schön. Robbenfell brauche ich nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Warum? Meine Nase ist nur zu. Ich höre mich ein bisschen nasal. Nasal? Ja, nasal an, ne? Mittlerweile habe ich auch das Nasenputzen aufgegeben, weil hat sowieso keinen Sinn. Weil ich das Gefühl habe, dass die danach noch zuer ist. Aber von daher. Aber ansonsten doch, alles gut. Und bei dir? Nach dem Schockmoment von gestern? Komm, gib mir die freien Arbeiter. Ich habe doch Kleidung bestellt, ne? Wo ist die? Da, guck mal. Ja, nehmt euch die Kleidung. Mein kleiner Nasenbär. Mein kleiner Nasenbär, sagt er. Herbstausflug? Die Erntezeit steht bevor, in der Wildnis sind ebenfalls Früchte gereift, die sich mit stabilen Obstflugerstöcken ernten werden können. Einige Bürger wollen sie in der Wildnis suchen. Ab in den Wald. Wildes Gemüse 100. Ja, danke. Gestern war anders scheiße. Nein, würde ich so nicht sagen. Nö. Ja, es war dumm. Gebe ich zu. Aber im Endeffekt wäre das Gleiche bei rausgekommen. Weil mit der Rüstung. Strickwerkstatt. Ja, was ist denn los? Du sollst doch hier. Stricken sollst du. Strick dir einen Strick. Einwanderer. Wo seid ihr? Da ist mein Rathaus. 39 Einwanderer. Ja, komm. Ich brauche freie Arbeiter. Her mit euch. Da kann einer rein. So. In der Kirche. Ich brauche einen Priester. Ich brauche einen Akademiker. So, sucht euch ein Zuhause. Da brauchst du noch einen Priester. Und keine Sorge, ich habe auch keine Schule in der Nähe. Was habe ich hier? Eine Schule, die ist nämlich da. Den Brunnen füllen wir auch auf. So. Habt doch mit mir. Ja. Hätte beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.
So, jetzt kann ich aber hingehen. Die kann ich wieder aufmachen. Den kann ich aufmachen. Da muss einer rein. Seife, Seife, Seife. Das, das, das. Da fehlen zwei Leute. So. Da fehlen zwei Leute. Da. Alter, was ist denn hier los? Sand oder Lehm? Sand oder Lehm? Wir brauchen Sand. Da brauchen wir Lehm. Da fehlt auch einer. Ich habe freie Plätze zu vergeben in der Ziegelwerkstatt. So. So. Da ist. Ja. Da fehlen auch zwei Mann und damit ist meine. Boah, sind meine Leute schon wieder alle weg, ne? Da seht ihr schon alle wieder weg. Und hier wird immer noch nicht abgerissen. Ich habe das Gefühl, dass meine Bevölkerung mich verlässt. Ich habe nur noch leere Häuser hier stehen. Da wird auch nicht mehr weitergearbeitet. Was ist denn hier los? Hallo? Was ist denn hier los? Kannst du dafür sagen, dass Charlene und Charles zusammenarbeiten? Ich fange aber jetzt nicht an und suche die beiden hier auf der Karte. Erzkohle, ne? Kohle habe ich noch ein bisschen, mir fehlt Brennstoff. Toni Anus arbeitet. Packen wir da noch zwei rein? Was habe ich denn da? Bauarbeiterhütte. Die sind alle leer, die Häuser. Die Häuser sind leer, aber voller Ressourcen. Guck mal, da noch alles drin rum. Da. Honig. Sojabohnen, Putenfleisch. Kichererbsen. Oh. Oh, ganz dezentes Essen. Ganz dezent. Wasserkohle, Schweinefleisch. Sehr schön. Aber wer hier arbeitet, ne? Zumindest wohnt. Was haben wir hier? Büffelfleisch. Äpfel. Hat zumindest einer, der gesund lebt. Die sind alle leer. Die sind alle leer. Was ist denn hier los? Joyce Arts. Leeres Haus. Ich finde das ja herrlich, wenn du da mal hier so durchklickst und guckst, wer in den Häusern wohnt, dann ist zeitweise sehr erschreckend. Hier, Becky, weiblich, 7 Jahre alt, stolzer Besitzer eines Luxushauses. Alter, die ist froh, dass die gerade auslaufen kann. Die kann sogar, die ist so gut, die kann sogar alleine einkaufen gehen. Meinst du? Das ist manchmal ist das sehr, sehr komisch hier. Danny 54, Laura 15. Wir können jetzt spekulieren, aber das lassen wir. Das lassen wir.
Hugo 43, Gina 16 und Kenneth ist 1. Du liest meine Sachen vor, ich habe nicht vor, weil ja, die können sehr schwierig werden, zeitweise. Die können sehr... Bess ist 18, Nathan ist 11. 11 Jahre und Mühlenarbeiter. Alter, Leute. Feuer, 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 Feuer. Wo? Komm. Wo brennt es? Da. Hey, lauft alle rein, genau, lauft alle rein, genau. Ich glaube, wir müssen das Haus neu aufbauen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Albert 69, Barbie 13, Sammler. Krankenhaus. Oh, schön. Ein Bürger ist am Verhungern. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Lass es verhungern. Einmal Farbe, dann Altbau. Genau. So sieht's aus. Genau so sieht es aus. Genau so. Ich brauche einen fürs Krankenhaus. Hallo? Carmen Hilton. Sophie und Leopold. Laura. Guck mal, 10 Jahre alt. Hier eines Haus mit 10. Kies ist 34. Josephine ist 16. Gemeinsame Tochter ist Anschau, ist 1. Bert, 63, Landwirt. Hat auf dem Feld seine Mary kennengelernt, die 16 ist. Oh mein Gott. Betty 60 lag auch im Feld. Hat Brent getroffen mit 16. Ah, Scheiße. Ich warte ja, bis ich hier irgendwo mal lese. Pastor XY. Oder eine Schülerin von 10 Jahren. Oder ein Schüler von 10. Also das ist da, ne? Priester. Ja, okay, ja, ist schön. Ja, gut, sie ist Priesterin. Also das ist ja doch, das ist ja ne. Ja, in der evangelischen Kirche kannst du das noch machen. In der evangelischen Kirche geht das noch. Ah, Scheiße. Verkäufer. Ja, was verkaufst du denn? Kleine Kinder. Bergarbeiter. Oh. Wo ist sie? Kommt, da könnt ihr doch ganz einfach machen. Wo ist die Kirche da? Sie wohnt da. Priester und hat eine Tochter. Das ist in Ordnung. So, lass uns gucken. Und da ist Melina. Ist auch weiblich. Sehr schön. Sehr schön. Hier haben wir auch noch irgendwo eine Kirche, oder? Da, guck mal. Max. Wo wohnst du? Du wohnst da. Wohnt alleine. Also sehr, sehr vorbildlich. Cassie ist weiblich. Okay, brauchen wir gar nicht weiter gucken. Habe ich hier noch irgendwo eine Kirche? Die hatte ich. Habe ich hier keine Kirche mehr? Das ist Melina, ne? Derek, wo wohnst du? Du wohnst da. Aber mit Vera. Vera ist 86, also geht auch noch so gerade noch durch. Ah, schön. Ah, guck mal, da ist auch noch Jim. Jim wohnt da.
Mit Roxanne. Roxanne ist 22. Ah, das ist wieder, ne? Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ah, guck mal, wir können neue Friedhöfe bauen. Sehr schön. Wir können neue Friedhöfe bauen. Damit die Leute einen Platz haben zum Trauern. Hatten sie ja vorher nicht. So. Priester und Schüler, ja. Genau. Gut erkannt. Priester und Schüler. Genau so sieht es aus. Genau so. Terry und Casey. Ich sage ja nur das, was ich hier sehe. Ne? Ist ja ein kleiner Unterschied. Mal gucken, ob Derek immer noch alleine wohnt. Na, wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Er hat Läuse. Derek hat Läuse. Boah, wie falsch wäre das, wenn er jetzt ein kleines Kind vorstehen würde. Wer bist du? Haley. Haley. Luxushaus. Alter, wo wohnst du? Ich kann die Leute sogar. Ja. Mit 22 Schülern, mit 14 Fischer, Beruf Kinder vermutlich? Ja. Beruf Kinder, ja. Hallo, hallo! Was war das denn jetzt? Was machen die da? Die haben alle Läuse, kann das sein? Ich finde es auch schön, dass da oben auf den Dächern Ostereier liegen. Wie sollen die Kinder da oben dran kommen zum Suchen? Jerry, Landwirt. Oh mein Gott.